Die Box ist schon mal richtig, richtig, richtig schön. Sag ich, wie es ist. Die ist ganz hübsch. Ich weiß nicht, wie es aufgeht. Ach, hier. Okay, es ist sogar so eine Magnetbox. Are you ready to make it real? Das riecht wie frisch ausgepackte Möbel. Okay, Cube Controls hat auf jeden Fall an seinen Shiftern gearbeitet. So viel kann man schon mal sagen. Wir haben andere Shifter drin. Das finde ich sehr gut. Hier sind noch Goodie-Pakete drin. Was auch immer hier drin ist, das werden wir gleich rausfinden. Was ist das hier? Oh, es gibt Aufkleber. Die hebe ich mal auf. Vielleicht braucht Andreas irgendwann mal Aufkleber, weil ich brauche keine. Das, also das sieht schon sehr, 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 sehr gut aus. Uiuiui. Bruder, da muss ich los. Sag ich, wie es ist. Alter, die Shifter sind richtig gut. Boah, das sind die besten Shifter, die ich jemals angefasst habe. Das sind die besten Shifter, die ich je angefasst habe. Die haben einen unglaublich schönen Druckpunkt. Die sind nicht zu laut. Boah, die Buttons. Alter, die Buttons. Könnt ihr das hören? So ein bisschen im Hintergrund. Oh, Alter. Die Drehknöpfe, die haben einen richtig guten Widerstand. Okay, nice. Wie sind die Drehencoder? Die Drehencoder sind auch sehr, sehr gut. Okay, die Buttons sind, die sind alle... Oh, Alter. Die Buttons, könnt ihr das hören? Ja, ne? Oh. Okay, was ist los, Alter? Okay, wie sind die Funky Switches? Boah, die Funky Switches sind auch richtig gut. Die haben einen richtig schönen Widerstand. Oh, Maga, da muss ich aber ganz, ganz, ganz schnell los. Da muss ich aber ganz schnell los. Boah. Was haben wir denn hier drin? Oh, Cube Controls schickt dir noch einen Beutel mit? Wieso packt ihr den Beutel? Okay, ihr packt den Beutel für das Wheel. Ist das eine Badekappe oder was? Ist das eine Badekappe, Cube Controls? Ich glaube, das ist eine Badekappe. Du, das ist eine Badekappe. Stabil. Was haben wir denn hier drin? Ist hier eine Narbe mit dabei? Nee, es gibt keine Narbe für von Cube Controls. Okay. Cube Controls, ich küsse dich wirklich aufs Herz. Hier ist alles dabei. Das komplette Werkzeug, was du dafür brauchst, ist hier drin und die Schrauben auch. Cube Controls, ich küsse dich. Richtig gut. Von der Pinzette bis zum Schraubenzieher, hier ist alles dabei, um das zu warten. Das finde ich sehr gut. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Maga, das habe ich noch übrigens noch nie gehabt. Das ist das erste Mal, dass ich das hier kennenlerne. What the fuck, Alter? Was ist das für ein Hokuspokus, Alter? Was ist das für ein Hokuspokus? Dude, das ist aber, ich sag's wie es ist, das ist Hexerei. Hexerei, Ketzerei, Leute. Ich bin dafür, sage ich jetzt schon mal, ich bin dafür, dass alle demnächst, wenn sie umbauen und neue Generationen machen, das ist, soll hier Standard werden. Was ist das, wie geil? Absolut satisfying. Wir werden jetzt nur ein kleines Problem haben gleich, Chat. Wir werden das Lenkrad nicht fahren können. Weil ich glaube, die Simocube-Narbe passt hier hinten nicht ran. Das hier ist nämlich nicht Standard. Also ich muss mal gucken, ob das geht. Weil das sieht mir zu klein aus, dafür, dass meine Simocube-Tanks rangehen. Aber wir wären ja nicht Dizzy-Dizzington, wenn wir nicht Adapter hier hätten, ne? Wir wären ja nicht Dizzy-Dizzington, wenn wir nicht Adapter da hätten. Aber das passt auch nicht. Nope, das wird auch nicht passen. Das ist nämlich genau das, was von Simocube kommt und das passt nicht. Laut Denso passt das AMG-Wheel auf den Simocube Quick Release. Ich denke nicht, dass das passt. Das sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus, als wenn das passt. Aber das werden wir gleich rausfinden. Das werden wir gleich gewahr werden, Chat. Es war schön mit dir, Gomez Industries. Wir haben viele Jahre miteinander verbracht. Wir haben wirklich sehr viele Jahre miteinander verbracht. Aber es wird Zeit zu gehen. Und ich bin mir sicher, dass das nicht passt. Wir brauchen einen Adapter dafür. Das heißt, ich kann das nicht fahren. Ja, ich habe mit Denso telefoniert und Denso hat mir gesagt, dass du brauchst das nicht. Du hast ja Simocube, das passt da dran. Nope, das passt nicht.
Ja, dann werden wir es wahrscheinlich jetzt erstmal in den Schrank legen müssen, bis wir einen bestellt haben. Jupp. Weil das sind wirklich die besten Shifter, die ich jemals gehabt habe. Die sind richtig krass. So, wenn du mal überlegst, das hier, also das, was wir vorher gefahren sind, das kostet 1.500. Also das hier 1.500 und das sind jetzt hier 850 bis 900. That's a beauty. Zeig ich, wie es ist, das ist wirklich sehr schön. Es ist wirklich sehr schön. Also die Shifter holen mich wirklich am meisten ab. Die finde ich richtig schön. Die Knöpfe sind sehr toll, die Rotary-Encoder sind super, die Dreh-Encoder an sich sind super, die haben guten Widerstand, die Funky-Switches sind geil, fühle ich, freue ich mich heute drauf. So, und so sieht das Ding von vorne aus. Eine absolute Schönheit. Das ist eine absolute Schönheit. Und das werden wir heute auch gleich fahren im Rennen. Also Q-Controls, ich habe eure Shifter früher nicht gemocht. Bei eurem alten GT-Wheel, was ihr habt, das hat ein Kumpel von mir, fand ich nicht so schön. Hat mir wirklich nicht so gut gefallen, aber ihr habt euch echt gemacht. Also das hier sind die besten Shifter, die ich jemals hatte. Und ich habe echt schon viele in der Hand gehabt. Aber das sind wirklich mit Abstand die besten, klickigsten, schönsten Feedback-Shifter, die ich hier in der Hand hatte. Ist so. Die sind leicht, aber auch schwer. Die klicken nicht so penetrant laut. Die sind richtig, richtig geil. Die Griffe sind echt schön. Die sind nicht zu groß, die sind nicht zu klein. Das ist echt geil. Das ist wirklich geiler Stuff. Und das, die Unboxing-Experience, die ist wirklich sehr gut. Muss ich sagen, also ziehe ich meinen Hut vor, das ist wirklich was sehr, sehr Tolles. Und von dem System hier hinten mit den mit dem Kabel, da müssen wir ja gar nicht reden. Das ist ja sensationell. Denso, vielen, vielen lieben Dank für, übrigens, ich denke, das meinst du, worüber ich lachen soll. Vielen Dank für das Cuttermesser. Denso, eine Sache muss ich dir nochmal mitgeben, weil falls jetzt irgendwer was bestellt, bevor die Review rauskommen sollte, an meiner Camus Wheelbase musste ich noch den Quick Release vorne anbauen. Und das bedeutet, dass ich aus der Wheelbase, also vorne am Schaft, ein Kabel sollte da eigentlich raushängen oder lose hängen, dass du das an den Quick Release Adapter mit ranbauen kannst. Ich hatte natürlich wieder sehr viel Glück, Denso. Mein Kabel war so tief in der Wheelbase drin, dass ich den kompletten Schaft auseinanderbauen musste, den kompletten Schaft abbauen musste, in den Schaft reingehen musste, das Kabel rauspulen musste, wieder reinräumen und alles wieder zusammenbauen. Also falls irgendwer das bestellen sollte und du das dir das jemand sagt, dann weißt du, dass das schon mal jemand anderes auch hatte. Also nur, dass du es gehört hast, bevor jetzt das Review-Video dazu rauskommt. War aber nicht schlimm. Also ist wirklich selbsterklärend, das auseinanderzubauen, ist nicht weiter wild. Also es war jetzt nicht so, dass man da völlig in Rage verfällt. Ist nicht weiter wild, das sind nur 3 Schrauben gewesen. 6, 8, 9. 9 Schrauben waren es. So, Leute, wollen wir testfahren gehen und ein bisschen einrichten und uns warm machen, weil wir haben bald ein Rennen. Übrigens, ihr könnt euch jetzt verabschieden. Ihr habt es jetzt viele Jahre gesehen. Das kommt jetzt in den Schrank. Das hat jetzt hier 2000 Stunden runter in ACC und iRacing. Übrigens, das habe ich auch bei Denso gekauft. Danke nochmal für den Rabatt, Denso. Vor 2 Jahren. Das kommt jetzt in den Schrank. Und da wird es wahrscheinlich auch nicht wieder rauskommen, weil wir sind jetzt officially unterwegs mit einem anderen Brand.